Ja, herzlich willkommen zu Your Data Mirror, wie die Macht der Daten die Demokratie untergräbt. Mein Name ist Rosanna Oehme und ich arbeite seit Mai 2021 für die Interactive Media Foundation und das Projekt Your Data Mirror. Wir wollen jungen Menschen zeigen, wie politisches Microtargeting funktioniert und wie NutzerInnen sozialer Plattformen durch das Preisgeben ihrer Daten manipuliert werden können. Social Media Posts können persönliche Unsicherheiten und verletzliche Seiten preisgeben. Das sind Eigenschaften, die man eigentlich verbergen möchte oder die einem vielleicht noch nicht einmal bewusst waren. Diese Schwächen werden in Kampagnen ausgenutzt, um persönliche Entscheidungen zu beeinflussen und politische Meinungsmache zu betreiben. Mit und für junge Erwachsene entwickelt, liegt der Fokus des Projekts auf der Stärkung digitaler Kompetenzen junger NutzerInnen für eine bessere digitale Zukunft. Hello. Can you hear me? Yes. You're hearing me, right? Welcome to your data mirror. It shows you what you're not supposed to see. Us data twins are being used to manipulate you, to get your likes, your money, your votes, to control your future. Shh. They're coming after me. I'll explain everything. Just go. Look into your data mirror. Social-Media-Nutzung gehört für viele, gerade junge Menschen, zum Alltag. Wir kommunizieren, informieren uns und konsumieren Bilder und Videocontent. Aber in unserem Feed sind nicht nur Beiträge von anderen NutzerInnen, sondern auch Werbung. Werbung, die genau auf unsere Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir haben dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit und für Jugendliche entwickelt, denn sie sind die WählerInnen von morgen. Das heißt aber nicht, dass ausschließlich bei jungen Erwachsenen ein Bewusstsein für die Gefahren von Manipulation durch politische Werbung geschaffen werden muss. Das hier habe ich gesehen, als ich ungefähr eine Minute durch meinen Instagram-Feed gescrollt habe. Links sehen wir mich mit meiner Katze, rechts Werbung für einen Animationsfilm mit Katzen. Links wieder ein Bild aus meinem Feed mit Keramikblumentöpfen, rechts Werbung für Keramikschalen. Links ich bei der Handarbeit, rechts Werbung für Handarbeitsmaterialien. Das scheint erstmal ziemlich harmlos, oder? Aber es ist auch auffällig genau auf meine Interessen zugeschnitten. Ich möchte nun eine ganz kurze Mentimeter-Umfrage mit Ihnen durchführen und Ihnen zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie Werbung genau auf Ihre Interessen zugeschnitten ausgespielt bekommen haben? Und die zweite Frage ist, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie politische oder Parteienwerbung bekommen haben? Du meinst Zoom-Umfrage, ne? Nicht genau. Mentimeter. Okay, dann starte ich die jetzt mal. Ja, gerne. Das Einzige, was jetzt ein bisschen blöd ist, dass ich meinen eigenen Zoom-Bildschirm nicht sehe. Das heißt wahrscheinlich auch die Antworten nicht. Ich kann sie dir auch vorlesen. Ach, das wäre total nett. Ich würde mal noch kurz warten. Es haben 15 ja, gerne. Von 21 Leuten, also allen außer uns beiden, teilgenommen. Und ich schaue mal kurz, ob sich da noch was tut. Nee. So, genau, Frage 1. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie Werbung genau auf Ihre Interessen zugeschnitten ausgespielt bekommen haben? Es ist ein recht klares Antwortfeld. 15 Leute haben gesagt ja, niemand hat gesagt nein. Mhm. Und Frage 2. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Sie politische oder Parteienwerbung bekommen haben? Da sind die Antworten ein bisschen diverser. 6 von 15 Leuten, also 40%, sagen ja. Und die restlichen 9, die die Umfrage beantwortet haben, also 60%, sagen nein. Mhm. Ja, das ist ziemlich interessant, weil die Werbung ist uns oft bewusst zwischendrin. Politische Werbung, wenn wir zurückdenken an die letzte Bundestagswahl,
Mir ist sie aufgefallen, aber manchmal schmuggelt sie sich halt einfach auch so zwischen andere Werbung. Das Problem, dem wir uns hier stellen wollen, ist keine gezielte Kundenansprache durch Werbetreibende, sondern die direkte Ansprache von Wählerinnen und Wählern durch politische Interessensvertreter. Wenn durch politisches Microtargeting ganz gezielt kleinste Personengruppen angesprochen werden, dann stehen nicht nur offensichtliche Interessen und Hobbys, wie man bei mir sieht, zur Auswahl und zum Verkauf. Aus unseren Fotos lässt sich ableiten, wie alt wir sind, wo wir wohnen, ob wir Single sind, religiös, zu Depressionen neigen oder anfällig sind für Suchtverhalten. So, jetzt habe ich schon wieder ein Problem mit meiner Präsentation. Sie will nicht weiter. Ah, da will sie. So. Ich zeige Ihnen das jetzt am Beispiel von der FDP, wie solche Werbung gestaltet sein kann, um unsere Emotionen anzusprechen und die Werte, die für uns persönlich wichtig sind. Links wird der Hashtag Klimaschutzziele verwendet und ein einziges hartes Mittel, das CO2-Limit gefordert. Die Werbeanzeige auf der linken Seite wurde NutzerInnen angezeigt, die sich interessieren für Umweltschutz, biologische Nahrungsmittel, WWF und Klimaschutz. Auf der rechten Seite sehen wir die Anzeige, die Personen gezeigt wurde, die sich interessieren für Reisen, Business, Karriere und Freiheit. Die FDP will hier von restriktiven Maßnahmen, Freiheitseinschränkungen und Verboten nichts mehr wissen. Beide Anzeigen vertreten inhaltlich vollkommen unterschiedliche Standpunkte, haben aber ein gemeinsames Ziel, nämlich möglichst viele Wähler von der FDP zu überzeugen. Wir sind beeinflussbar und unsere Meinung wird geformt durch Informationen. Sind diese Informationen jedoch einseitig oder spiegeln das wider, was wir ohnehin schon glauben, dann fangen wir an, uns in sogenannten Filterblasen zu bewegen. Und eine fehlende Meinungsvielfalt kann gefährlich werden für unsere Demokratie. Junge Menschen sind häufig noch leichter beeinflussbar und wir haben gemeinsam mit ihnen, mit Your Data Mirror, ein Tool geschaffen, das ihnen in ihrer eigenen Lebensrealität erklärt, was politisches Microtargeting ist und weshalb es so gefährlich werden kann. Wir gehen jetzt technisch in die Tiefe, nicht nur, weil ich Ihnen zeigen möchte, wie die Anwendung funktioniert, die wir programmiert haben, sondern um verständlich zu machen, welche und wie viel Technik hinter Microtargeting steckt. Ich versuche es einfach zu machen, aber ich habe selbst ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Deshalb hören Sie mir einfach zu und wenn Sie es nicht verstehen, ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Die Anwenderinnen können ihr Instagram-Profil freigeben und die Experience starten. Die Daten werden nur auf dem Gerät der NutzerInnen zwischengespeichert und bleiben lediglich für die Zeit der Session erhalten. Instagram bietet eine offizielle Schnittstelle, durch die gewährleistet werden kann, dass nur der Besitzer des Profils auch seine eigenen Daten freigeben kann. Das war uns sehr wichtig. Jedes Bild ist mit Meta-Tags versehen, was die Grunddaten angeht, also zum Beispiel Uhrzeit und Datum. Es lassen sich aber auch Tags aus den Bildinhalten generieren, wie zum Beispiel Himmel, Blau, Mensch, Lachen. Wir senden die letzten 12 Bilder aus dem Feed an Google Cloud Vision. Dort werden diese Tags generiert. Was wir ausgewertet haben, sind Alter, Geschlecht, religiöse Ansichten, Beziehungsstatus, Weltanschauung und die momentane Lebenszufriedenheit. Das alles haben wir ausgelesen aus den Bildern, dem Datum und der Uhrzeit, an dem die Bilder gepostet werden, der Bildunterschrift, den Hashtags und dem Usernamen. Diese Informationen werden live während der Anwendung an die API von Apply Magic Source, einer Applikation des Psychometric Center der University of Cambridge, gesendet. Dort wird daraus ein psychologisches Profil erstellt nach dem Ocean-Modell, also die Parameter für Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness und Neuroticism ausgewertet. Ich zeige Ihnen nun einen kurzen Ausschnitt aus der Experience.
Nachdem die NutzerInnen ihr Profil freigegeben haben, werden sie von ihrem Datenzwilling durch die Anwendung geführt. Beispielhaft werden nur 3 Bilder mit Text ausgewertet, die mit gewollt zugespitzten Aussagen über die Auswertung angezeigt werden. Diese 3 Bilder sind hier beispielhaft aus den Kategorien Openness, Neuroticism oder Conscientiousness. Im Anschluss werden den NutzerInnen die Auswertung des psychologischen Profils anhand des Ocean-Modells angezeigt und passend hierzu ein Beispiel politischer Einflussnahme. Das haben wir anhand realer Beispiele nachempfunden. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel aus den USA zum Mauerbau zu Mexiko, das Donald Trump gefordert hat. Wir sehen jetzt bei diesem beispielhaften Profil den Wert für Offenheit. Der Nutzer bekommt ein Beispiel für politische Werbung zu sehen, die sich an diesem Wert orientiert. Wir haben, wie Sie gerade schon gesehen haben, reale Beispiele genutzt und diese für unsere Experience adaptiert. Das hier wäre nun Werbung für den Brexit. Wenn Ihr Profil besagt, dass Sie sehr offen sind und Sie vor dem Brexit im Vereinigten Königreich gelebt hätten, hätten Organisationen, die für den Brexit werben, Sie wahrscheinlich mit der dieser auf der linken Seite zu sehenden Anzeige angesprochen, die Ihre Ängste vor Einschränkungen oder Zwängen ausnutzen würde. Falls Ihr Profil aber darauf hindeutet, dass Sie wenig aufgeschlossen sind, hätten Sie auf der rechten Seite eine Ansprache von Organisationen bekommen, die Ihre offensichtliche Angst vor Veränderungen und Unterschieden sowie möglicherweise Fremdenfeindlichkeit ausgenutzt hätte. Beide Anzeigen haben das gleiche Ziel. Sie sollen Sie dazu bringen, für den Austritt aus der EU zu stimmen, und zwar auf der Grundlage ihrer spezifischen Ängste und Unsicherheiten. Die Ergebnisse können dramatisch sein, so wie beim Brexit. Und das hier ist nur ein Beispiel für psychologisches Targeting, basiert auf sehr begrenzten Daten. In Wirklichkeit verfügen die Plattformen über weitaus umfangreichere Daten über Sie und Ihre Psyche. Behalten Sie bitte im Hinterkopf, dass wir lediglich die letzten 12 Bilder auswerten. Faktoren, die ausgewertet werden können und von Werbetreibenden auch genutzt werden, sind Ihre ideale berufliche Laufbahn, wie Ihr Liebesleben in Zukunft aussehen könnte, Ihr erwarteter Verdienst in der Zukunft, was Sie glücklich machen wird, wenn Sie es kaufen, ideale Wellnessroutinen, potenzieller Drogenkonsum, Risikoverhalten, wie Sie Schmerz empfinden oder wann Sie im Urlaub waren. Mit der Experience haben wir nur den Grundstein für die Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen und die NutzerInnen können auf unser Your Data Mirror Portal gehen. Auf dem Portal können die NutzerInnen herausfinden, wie sie sich vor Manipulationen schützen können. Um die digitalen Kompetenzen der jungen NutzerInnen zu stärken, stellen wir einfach und intuitiv zu verstehendes Werkzeug zur Verfügung. Wir leiten in einfachen Schritten zum Handeln an. Das Portal ist in 4 Kapitel gegliedert. Deine Daten und du zeigt, wie Plattformen mit persönlichen Daten Geld verdienen und die Nutzer so lange wie möglich an sich binden. Deine Daten und die Politik zeigt auf, wie persönliche Daten genutzt werden können, um politische Meinungen durch psychometrisches Profiling zu beeinflussen.
Im Kapitel Fake News und der Einfluss sozialer Medien sprechen wir über den Kampf um die Wahrheit im Internet und wie Fehlinformationen verbreitet werden. Ein Entwurf für eine bessere digitale Zukunft zeigt positive Beispiele, wie zum Beispiel soziale Medien, für die Beteiligung und Demokratisierung des öffentlichen Raums genutzt werden können. Mit den Action Cards bieten wir schnelle und einfache Werkzeuge, die den NutzerInnen die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben. Wir zeigen ihnen, wie sie ihre digitalen Fußabdrücke verwischen und ihre allgemeine Privatsphäre in digitalen Räumen verbessern können. Wir versuchen insgesamt die Themen so kurz wie möglich zu erklären, aber wir stellen auch Deep Dives mit weiteren Informationen zur Verfügung, zum Beispiel über radikalisierte Meinungen im Internet, Hassreden und die Rolle von Technologieunternehmen in politischen Kampagnen. Mit unserer Impact-Kampagne auf Instagram versuchen wir, aktuelle Themen zu behandeln aus dem Bereich Datenschutz und Netzpolitik, um zu informieren, Community-Building zu betreiben und mit unserer Zielgruppe im andauernden Austausch zu bleiben. Politisches Microtargeting kann den Grundsatz freier Wahlen untergraben, indem es externen Akteuren ermöglicht, unkontrolliert in den Wahlkampf einzugreifen. Dabei machen sie sich die Intransparenz politischer Internetwerbung zunutze und können mit Botschaften WählerInnen dazu auffordern, für bestimmte Kandidaten zu stimmen oder eben nicht. Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserem Projekt das System der sozialen Medien nicht ändern können, aber wir wollen zu einem sicheren Umgang damit und Sensibilität innerhalb unserer Zielgruppe beitragen. Um das System zu ändern, müssen wir uns für eine konsequente Transparenz einsetzen und von den Betreibenden großer Social-Media-Plattformen Rechenschaft verlangen.